So, hallo mal wieder bei Monster Hunter 4 Ultimate. Jetzt geht's weiter mit den Hellhunters, den sagenumwobenen. Diesmal muss ich den Weg frei machen für die Katze. Und zwar ist ein Diablos im Weg. Ich glaube, eingepackt habe ich schon lauter Zeugs. Gegengift brauche ich nicht. Ich könnte mal Schallbomben mitnehmen, wobei ich ihn nicht so gut benutzen kann. Also ich habe noch nie irgendwie geschafft, so ein Monster da rauszuholen. Ich kriege das Timing ja einfach nicht hin. Auf, weg. Aber ich hole mal die Schallbomben mit, falls ich welche habe. 31 Stück. Sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, ob der sich da vergraben kann. Mal sehen. Ja, diesmal habe ich mein Star Knight Armor Set an. Hab da folgende Skills drin. Attack up medium. Oh, no use for Nam. Nam. Thanks for following. Danke für den Follow. Ja, Rodeo God. Challenge up plus 2 erhöht halt den Schaden, glaube ich. Und noch Affinität, wenn das Monster in Rage ist. Rodeo God macht es einfacher, Monster zu mounten. Also man hat steigt schneller auf. Und wenn man drauf ist, macht man auch, glaube ich, 40% mehr Schaden. Beziehungsweise man füllt die Leiste 40% schneller, wenn man mit dem Messer draufhackt. Schärfe plus 1 ist ja bekannt. Bombardier erhöht nicht den Schaden, glaube ich, oder doch? Ne, ich glaube nicht den Schaden, nur ich sag mal den Statusschaden. Also es macht nicht mehr Schaden, sondern einfach öfter Schaden. Also man braucht weniger Schläge, damit eine Explosion kommt. Man macht halt schon mehr Schaden, aber an sich machen die Explosionen, glaube ich, gleich viel Schaden. Da, das Element ist höher. Ich glaube, vorher war es 500 oder so. Naja. Auf ins Gefecht. Ich bin mal gespannt. Vorher habe ich den Gyptos gemacht. Das war auch, glaube ich, mein erstes G-Rank-Monster im Singleplayer. Das müsste dann auch erst G-Rank sein. Dann müsste es ja hier jetzt auch endlich die Sachen geben im Lager. Du, Erste Hilfe als 9 Plus sollte es. Oh, sollte es normalerweise geben. Ja, okay, hier gab es nur Bomben. Vielleicht kann ich die benutzen. Mal sehen. So, Max Potions. Schön. Noch eine. Gibt es nur Fackeln an dem Lagerfeuer hier? Ist immer dasselbe eigentlich. Noch ein Max Potion. Okay, schade, konnte keine mehr aufnehmen. Hab jetzt 3 Stück dabei. Hab schon. Jawohl, hab ich. Aber das stackt mit Attack Up XL. Also mit dem richtigen Skill. Soweit ich weiß, stackt das. Das ist ja kein richtiges Attack Up XL. So. Und hi Philipp und danke für den Follow Ikishru. Thanks for following. Ich kann mal gucken. 1013, und wenn jetzt der Enraged wird, müsste es eigentlich noch höher gehen. Oh, sogar mit Video. Wie geht's gut, Philipp, und dir? Mir fällt gerade ein, ich hätte gar keinen Mega-Dämonensaft nehmen müssen, weil ich ja eh auf Schaden gegessen habe, weil ich auf Pyro gegessen habe. Bam! Hoffentlich kriege ich
Der, der schon kein Horn mehr hat. Oh. Nasenbluten. Und auch die Figuren in den Animes immer, wenn sie jemanden unter den Rock geguckt haben. Das hast du getan, gibst du. So, da fehlen mir die besten Ohrstöpsel. Oh ja, scheiße. Sorry. Das haben sie echt irgendwie geändert, diese halt so Sachen ausnutzen, wenn jemand sich nicht bewegen kann. Oh nein, okay, ich guck mal, wie viel Schaden ich jetzt habe. 1264. Vielleicht, wenn er in Rage geht, gucke ich nochmal. Aber ich bin sicher, dass es deckt. Oh, Relax hat schon genutzt, der Ärmste. Mann! Du bist Rexy! Sorry. Jetzt krieg ich noch vom Tail eine ab hier. Ach nö, das ist doch behindert. Sorry. Nein. Ich müsste eigentlich die Flügel schlagen. Autsch. Ja, der tut gut weh, der Junge. Aua, der tut echt böse weh. Muss ich aufpassen. Das ist eine Rage. Muss ich gucken, eigentlich nach dem Schaden mal. Jo hat noch einen Schaden zuzukommen, also es deckt auf jeden Fall. So, bestimmt einen meiner Maxi-Potions. Okay, das war ein bisschen übertrieben, aber egal. Einen meiner zahlreichen Maxi-Potions. Hi, Chaos. Nein. 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 Ey, ich war schon so schön wie gestern mit dem Magma-T-Rex, aber auch nur fast. Oh. Close enough. Gut, brauche ich nicht. Da muss ich echt lachen. Ach man, immer nur rot, was soll denn das? Jo, weiß. Wunderschön. Jetzt orange her. Ich denke mal, ich werde versuchen, ihn zu mounten und dann hole ich mir Orange. Jetzt hätte ich Schallbombe einsetzen können, weil er nicht mehr enraged ist. Glaube ich. Ja, mein Handschuh leuchtet nicht mehr. Wow, Mist. Ich wollte nicht darunter fallen. Deswegen zu nah am Rand entlang. Nein, nein. Oh, natürlich, ey. Damit dürfte eigentlich keinen Schaden machen. So. Ich werde jetzt versuchen, einen orangen Buff zu kriegen. Ich hack einfach mal durch. Das muss eigentlich das Schaffen sein. Ja, sehr schön. Rücken. So, Flügel soll man schlagen. Ah, mit Eis. So, da brauche ich jetzt nicht unbedingt, deswegen ignoriere ich die einfach mal. Ist.
Ah. Okay, der Sprung war doof, leider. Er ist enraged, also brauche ich eine Schallbombe einzusetzen. So. Und da geht er down. So. Naja, schau doch mal auf die Hörner. Was jetzt, dass ich ihn noch brechen kann jetzt. Oh ja, das war gemein. Oh, er ist schon noch enraged. Wow, hinfort mit dir. Also manchmal ist er echt weniger nervig als der alte DA+. Von seinen Sturmangriffen her. Aber was er mit allen anderen Monstern gemeinsam hat, ist, dass er es viel öfter auf einen geht. Oh, 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 oh. Mann! Was soll jetzt? Oh, jetzt hätte ich. Nein, falsche Richtung, gehört. Und das. Ja, hat noch gewirkt. Sehr schön. Oh, deck mal hier den roten Buff. Versuch es zumindest. Will nicht. Oh, natürlich. Nur noch nicht Rage, oh, aber ist weg, glaube ich, oder? Oh, live. Ist nur schwer, halt die Buffs zu kriegen, wenn dann dauernd so rumcharged. Mist. Nein, oh Gott, das wird schmerzen. Das wird schmerzen, oder auch nicht. Heilung? Weiß ja. Weiß nicht, ob ich nochmal gemountet bekomme. Oh ja, ey, das ist so übertrieben. Wie weit der noch. Oh oh. Oh oh. Ich kann sein, ich jetzt futsch bin. Okay, er ist weg. Ich habe mich gepaintet. Aber ich kann nur in zwei Richtungen gegangen sein. Für uns das Gefühl, dass er in eine andere Richtung gegangen ist. Mal sehen. Unten ist er nicht, oder? Ja, ich hab das richtige Gefühl. Unnötig Buffzeit verschwendet gerade, leider. Huch, wo ist er denn hin? Da, oh, direkt mit zwei Zonen geflüchtete Schurke. Ist nochmal gemountet. Jetzt sag mal die Buffs besorgen. Ups, da hast du es sehen. Losgelassen. Huch, was war das denn?
Also ich habe eindeutig schon wieder weg. Was soll denn das? Rastiges Ungetüm. Nee. Fail. Man kann jetzt 10 Sonic Bombs tragen. Ja, richtig so, Philipp. Different Area. In die Strecke hingucken sollen. Oh ja. Ich glaube, ich fange den einfach. So. Wird ja auch erledigt. Keine Dinger dabei. Honig? Nein. Weiß. Sorry. Das wollte ich nicht sagen. Das rutscht mir aber manchmal raus. Das ist so doof, dass man jetzt so wenig Zeit hat beim Nachempfangen. Naja. So können wir auch noch so gemütlich Sachen einsammeln und jetzt wird man sofort rausgeworfen. Ui, fette Belohnung. Ach Gott. Special Reward. Jo, da habe ich ein wenig länger gebraucht als vorhin beim Gypsaros. Diablos Duell. Sehr schön, das ist ein gutes Video. Das Beste fand ich immer bisher, was mal abgesehen von den Opening-Videos, das Video, wo Seregius gegen den Azur-Rathalos kämpft. Und Ulp RGA? Ja, vielleicht später mal sehen. Ich weiß noch nicht, wer alles kommt und so weiter. So, naja, egal. Ich gehe noch kurz mit der Katze reden, das kann ja auch aufs Video drauf eigentlich. Dann müsste jetzt eigentlich, glaube ich, die Quest kommen, die ich brauche, hoffe ich mal. So, Kätzchen. Zwieb, zwieb, thanks for clearing the path for me, Hunter. When I caught up with the two hell hunters, I think their stomachs were feeling better, because they were eating a nice meal. From the look of it, they are still after Zulunastra and Ashen Lao Shanung, meow. I'm gonna continue tailing them as soon as I finish my shift today. Wait, am I just spreading the dirt around? Nya. Zwieb, zwieb, Hunter, more news, news on the two hell hunters. After I finished all the cleaning yesterday, I found them and overheard them talking. Hey partner, said Lunastra should be right over the dunes. Wahaha. Will be a good warm-up for that Ashen Lao Shanung. Wahaha. But along the way a T-Krex and the Pro-T-Krex appeared. Two looked at it and one of them said, T-Krex. This will be like taking candy from a baby. Wahaha. But then it seemed like they couldn't find their cool twinks, so they ignored the monster and sprinted out of there. Ja, jetzt will er ihnen wieder folgen. Und ich muss natürlich den Weg frei machen. Und das ist die Quest, die ich benötige für die Lunastra-Teile, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mal sehen. Da müsste jetzt schon so ein Symbol da sein. Das Tänne-Symbol, das anzeigt, dass man da neue Sachen freischaltet für das Vyporium. Oder wie es auch immer heißen mag. So. Ja, das ist die. Oh Gott, nur noch Infizierte. Sind die verrückt? Die 3 Pyramid.
Ja, aber das hier wird noch gezweipermit. Oh mein Gott. Ich hab A. Ei. Gott. Oh. Naja. T-Krex. Oh je, oh je, oh je. Was holen wir denn da? Oh je, oh je. Mit Käfer will ich ja nicht spielen. Ich glaube, mit Gunlands würden die gut gehen, aber ich habe noch keine gute Gunlands. Batu. Vielleicht reicht die ja schon, mal sehen. Lemur. Oh Gott. Equipment Set holt auf jeden Fall Set. Ist zwar für Hammer gedacht eigentlich. So. Vielleicht kann ich da noch was Gutes reinslotten. Kritisches Auge. Dort haben wir und 2. Okay, nee. Da krieg ich da rein. Ich glaube, ich kann eh alles blocken. Warte mal. Ah, gut, nur ein Slot. Dann krieg ich noch mal das Bebenresistenz da rein. Ach, verdammt, schon wieder vergessen, mein Set als abzuspeichern. Oh, muss ich noch kurz machen. Noch kurz das Cleaven-Set speichern. Aber egal, das kommt jetzt eh in der nächsten Folge mit dem T-Krex. Also stoppe ich hier mal. Sage danke fürs Zuschauen. Und wo ist das hier? Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt habe ich vergessen zu aktivieren. Was peinlich. So, bye bye. Tschüss.